Hallo euch allen, das sind wir wieder beim NFL Football. Wir sind zurück in der Super Bowl-Serie. Wir haben die fünfte Challenge des Wegs zum Super Bowl, also Path to the Super Bowl der Rams zu spielen. Oh, wir gehen diesmal schon ins Conference Final. A battle for the NFC. The Saints had the lead, but Goff and the Rams weren't out yet. In the beginning of the fourth quarter, they had to hold the Saints from creating too great a gap in the scoring. Prevent the Saints from getting 10 yards this drive to win. Oh, das ist ja mal interessant. Das heißt, wir haben jetzt hier eine wirkliche reine Defense-Aufgabe. Und zwar sollen wir verhindern, dass die Saints in dem Drive, in dem wir jetzt gleich hineingehen, indem sie, dass sie mehr als 10 Yards schaffen sollen. Gut, jetzt die Saints, Drew Brees, Rekordhalter für erworfene Passing Yards in der NFL. Aber sagen wir doch mal ehrlich, wenn das ein Team schaffen kann, dann ja wohl die Dallas Cowboys, die ja die Saints besiegt haben, womit glaube ich kein Mensch gerechnet hätte. Und dagegen nicht viel bei Drew Brees und der Offense. Oh, Free Shipping für im Shop der NFL. Fällt mir schon wieder ein, dass ich mir immer noch mal wieder den NFL Europe Shop angucken wollte. So, wir haben keinen Bonus Goal, also einfach in Anführungszeichen dafür sorgen, dass die Saints keine 10 Yards hier nach vorne kommen. So, Angriff ist die beste Verteidigung. Heißt, wir versuchen Drew Brees zu blitzen. Damit waren ja auch die Cowboys ja sehr erfolgreich, sind immer wieder in seinem Gesicht aufgetaucht. Erster und 10. Ja, das sieht ja schon mal richtig blöd aus. Das waren schon mal 8 Yards, die die Rams hier gemacht haben. Ich würde mal sagen, das sieht nicht gut aus. Zweiter und 2, damit haben sie natürlich ihre sämtliche Optionen. Können laufen, um schnell einen First Down zu machen, oder können sagen, jetzt riskieren wir mal was. Ein Turnover wäre jetzt schick. Incomplete Pass von Breeze. So, jetzt haben wir einen dritten und 2. Jetzt muss unsere Defense halten, wobei ich noch gar nicht an den vierten Versuch und 2 denken möchte. Laufspiel. Und das ist ein Fumble und der ist gecovert. Ja, ich glaube, das ist Leighton Vander Esch, der sich den Ball schnappt. So ist es. Keine 10 Yards und damit haben wir die Challenge gleich im ersten Versuch geschafft. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.